Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist der stolze Systemling. Ich habe gedacht, ich muss mich mal wieder melden, denn ich habe ja lange nichts mehr von mir hören lassen. Ja, lag einfach daran, dass ich im Real Life ein bisschen was zu tun hatte, soll ja auch mal vorkommen. Aber ich habe euch nicht vergessen und deswegen wollte ich nochmal so ein kurzes Video raushauen. Die Reichsdeppen haben mal einen Moment Pause, aber keine Angst. Also alle, die mich jetzt deabonnieren wollen, weil ich nichts mehr mit Reichsdeppen bringe, sondern nur über Trump, der bitte Geduld. Ich hau wieder das raus. Ich mache dieses Video einfach mal, weil mich eine Personengruppe so immens ärgert. Und das sind die Trump-Relativisten. Ja, also, ne, ihr habt das richtig verstanden. Nicht unbedingt die Trump-Anhänger, die sind sowieso Baller-Baller, denen ist nicht mehr zu helfen. Aber was mich vor allem aufregt, das sind die Trump-Relativisten. Also die, die sagen, ach, der ist ja gar nicht irre, der ist ja gar nicht verrückt, der ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Wie zum Beispiel die Bild. Wir haben hier einen Artikel von gestern, warum die deutsche Kritik an Trumps Einreisestopp völlig verlogen ist. Und geschrieben ist dieser Artikel von Julian Reichelt. Das ist also der Spinner. Und ich wollte jetzt einfach mal meine Meinung zu diesem Artikel raushauen. Natürlich ist dieser Artikel völlig scheiße, denn an Trump gibt es nichts zu relativieren. Aber ich gehe auf diese Punkte, die diese Rotznase Reichelt hier mal angeschrieben hat, Punkt für Punkt mal ein. Also, zunächst mal die Einleitung. Er schreibt: Wer in diesen Tagen dokumentieren will, dass er ein guter Mensch ist, zeigt sich öffentlich entsetzt über das von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp. Wütende Trump-Kritik ist derzeit größte gesellschaftliche Konsens in unserem Land. Auch ich finde Trumps Art vulgär und die Umsetzung des Einreisestopps amateurhaft. Noch schlimmer finde ich allerdings die Selbstgefälligkeit und Blindheit für Fakten, mit denen sich auch die deutsche Politik über Trump erhebt. So, also, Herr Reichelt meint damit also, dass ich jetzt nur dieses Video mache, um zu zeigen, dass ich ein guter Mensch bin und dass außerdem das Einzige, was man an Trumps Einreisestopp kritisieren könnte, die Umsetzung ist, die amateurhaft ist. Ja, und deutsche Politiker sind selbstgefällig, blind für Fakten und ja, die Punkte werden natürlich bewusst verschwiegen. Selbstverständlich. Gehen wir mal auf diese stümperhaften Punkte, die ihr da ausgegraben habt, Stück für Stück ein. So, also, Herr Reichelt meint, es handelt sich nicht um einen Muslim-Ban, es handelt sich um einen Einreisestopp für 7 mehrheitlich muslimische Länder. Ja, okay, erstmal von Fakten her richtig, nur Diskriminierung ist Diskriminierung. Also, ob man jetzt eine bestimmte Religion nicht ins Land lässt oder eben die Angehörigen von 7 mehrheitlich muslimischen Ländern. Also, da sehe ich so nicht den Unterschied. Und von dem, was Trump damit zwecken will, ist das eigentlich völlig gaga gaga. Denn, fragt euch mal, wenn er jetzt wirklich die Terrorgefahr eindämmen will, wo ist denn eine größere Gefahr? Bei einem Salafisten mit vielleicht ausschließlich französischem Pass oder bei einem syrischen Christen? Und warum werden erstere dann weiterhin ins Land gelassen und zweitere aber nicht? Also, gucken wir, welchen Rotz der Herr Reichelt nochmal verfasst hat. Also, Punkt 2. Er sagt: Es ist absurd, wenn ausgerechnet diejenigen, die fälschlich von einem Muslim-Ban sprechen, implizit fordern, dass noch mehr Menschen aus muslimischen Ländern nicht mehr in die USA reisen dürfen. Zum Beispiel aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist schon richtig, die Mehrzahl der Attentäter vom 11. September kam aus Saudi-Arabien bzw. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Leute aus diesen Ländern sind aber nicht auf die Bannliste der USA gesetzt worden. Lieber Herr Reichelt, Leute, die dieses kritisieren, die kritisieren aber nicht, dass nicht noch mehr Leute nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingelassen werden, sondern sie kritisieren die Inkonsequenz, die Herr Trump an den Tag legt. Das können Sie aber wahrscheinlich nicht unterscheiden. So, Punkt 3 ist, es war nicht Trump, der es Syrern quasi unmöglich gemacht hat, in die USA einzureisen, sondern sein Vorgänger Barack Obama. Reichelt führt dann an, dass die USA gerade mal 12.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen haben. Und er scheint den Unterschied wirklich nicht zu kennen zwischen Flüchtlinge aufnehmen, also Flüchtlinge, die dann bleiben, die auch vom Land unterstützt werden, etwas, was generell nur wenige Länder machen, und einem Menschen die bloße Einreise zu verweigern. Also auch solchen, die im Urlaub waren und plötzlich wiederkommen und dann nicht mehr in ihr eigenes Zuhause können. So, Punkt 4 ist, in Deutschland herrscht de facto ein Einwanderungsstopp für Syrer, Libyer, Iraner, Afghanen, Somalis und Iraker. Woher? Also, Herr Reichelt in Punkt 2 wirft er uns Absurdität vor,
Aber dann will er in Punkt 4 wirklich Deutschland ausgerechnet vorwerfen, dass es zu wenig Flüchtlinge aufgenommen hat. Also das kann er wohl nicht ernst meinen und das brauche ich eigentlich auch gar nicht weiter zu kommentieren. So, Punkt 5 ist eigentlich dasselbe. Er meint, zwischen Deutschland und der Türkei gibt es einen Deal, der Trumps Einreisestopp in puncto zynischer Unmenschlichkeit bei weitem übertrifft. Also, gut, man mag zwischen dem Erdogan-Deal halten, was man will. Dennoch muss man festhalten, dass Deutschland im Jahre 2015 wirklich sehr große Mengen muslimische Flüchtlinge aufgenommen hat und es in den USA eigentlich so gut wie keine Moslems gibt und auch die Leute aus den Ländern, die gerade vor Krieg fliehen, eigentlich kaum in die USA sowieso fliehen, weil sie auch einfach mal viel zu weit weg ist. Dass Deutschland einen Deal mit Herrn Erdogan gemacht hat, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, pragmatisch. Aber da kann man meinen, was man will. In den USA ist ein Einreisestopp aus diesen 7 Ländern aber total unnötig, weil in den USA muslimischer Terror eigentlich überhaupt kein Problem ist. So, Punkt 6, ich kürze ihn mal ab. Trotz zahlloser Vorstrafen, zahlloser Identitäten und zahlloser Behörden, die ihn im Visier hatten, konnte der Tunesier Anis Amri den bisher tödlichsten islamischen Terroranschlag in unserem Land verüben. Wir wissen in zu vielen Fällen nicht, wer bei uns lebt. Ja, lieber Herr Trump, ich drehe den Spieß da einfach mal um. Trotz aller Einreiseverbote wird auch die USA nicht vor islamischem Terror geschützt sein, so denke ich. Im Gegenteil, lieber Herr Trump, ich denke, durch Ihre Maßnahmen werden Sie die Islamisten eher aufstacheln. Die ISIS hat schon ihre Maßnahmen als heiligen Bann gesegnet. Also, Punkt 7. Keines der 7 betroffenen Länder lässt Menschen mit israelischem Pass einreisen. Alle der 7 betroffenen Länder wünschen Israel seit Jahrzehnten nichts anderes als den baldigen Untergang und die Juden ins Meer. Ja, das ist so ein typisches Argument wie: Aber wenn wir in der Türkei eine Kirche aufbauen würden, wir wollen uns doch abheben von diesen Ländern. Wir und gerade auch die USA, also wir vom Westen, meine ich, wir stehen doch für die Freiheit. Und dass wir uns mit solchen Ländern vergleichen müssen, ist doch allein schon bescheuert. Nur weil die es scheiße machen, müssen wir es doch nicht auch scheiße machen. Ja, aber Berichterstattung wie diese, das ist typisch Bild. So kennt man sie. Ich hatte mich schon gewundert, dass die Bild nach Trumps Amtseinführung so komisch gegen Trump war, dass ich wusste, da ist was im Busche und da wird doch sicher noch die Relativierung kommen und das ist sie im Gesicht von, wie heißt der nochmal, Julian Reichelt. Also absoluter Rotz, typisch Bild. So, und dann kann ich eigentlich nur ein paar Abschlussworte sagen. Also, die USA haben alle möglichen Probleme, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Armut, Umweltverschmutzung, das Gesundheitssystem, Kriminalität. Aber ganz, ganz hinten in der Liste der Probleme, wirklich ganz, ganz hinten, ist doch in den USA der islamistische Terror. Und da macht Donald Trump wirklich einen riesen Fass auf. Er macht dies nur wegen seiner Wählerschaft, die wirklich nur aus dummen Bauern des mittleren Westens besteht. Donald Trump sind diese Probleme doch scheißegal. Er wohnt doch in seinem Elfenbeinturm, dem Trump Tower in Chicago. Leute, fangt nicht an, diesen Mann zu relativieren. Er ist der gefährlichste Mann der Welt. Das wollte ich auch noch sa sagen. Und demnächst gibt es auch wieder was zu Reichsdeppen. Also bleibt am Ball. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann.